Rundum ist man nie geschützt, aber es gesetzliche Grundlage gibt. Da fehlt die gesetzliche, also die gesetzliche Grundlage ist nicht ganz so klar. Wir sagen natürlich, es ist ein Privatgut, der Briefkasten, und wenn man den Stoppwerbekleber drauf hat, dann muss er respektiert werden. Und eigentlich hält sich auch sehr viel gut daran. Auch die Post hält sich daran, weil sie schon ein Abkommen mit der Post. Was aber manchmal speziell ist, dass irgendwo private Verteiler halt einfach den Stoppwerbekleber überhaupt nicht beachten und den gleich einwerfen. Die könnte man aber dann auch angehen, schreiben. Wir haben ja auch Musterbriefe bei uns auf der Webseite, wo man sich dann beschweren könnte, dass sie das bitte so unterlassen. Was man auch noch machen kann, ist bei adressierter Werbung, eigentlich ein analog wie beim Telefon, man kann sich auch eintragen auf einer Sperrliste, das ist die Robinson-Liste. Das ist aber auch nichts Gesetzliches, das ist einfach eine Branchenvereinbarung, eine Branchenlösung. Und gute Unternehmen, die sich wirklich auch vorher informieren, ist irgendjemand auf der Robinson-Liste eingetragen. Das ist so ein kleines Kreuzchen in der Telefonliste oder Ständler-Telefonliste. Das heisst, die Leute wollen auch keine Werbung bekommen, auch nicht adressierte Werbung. Und das verhält eigentlich bei denen, die sich daran halten, an die Branchenvereinbarung, verhält das sehr gut. Es ist weder beim Refuse-Kleber noch beim Sportstopp-Werbekleber für den Briefkasten vorgegeben, dass ihr unseren Kleber verwenden müsst. Es ist einfach so ein bisschen offizieller. Es macht auch ein bisschen etwas. Es gibt einen gewissen Druck auch noch, dass man, wenn man unseren Kleber verwendet, beim Briefkasten könnte man auch von Hand geschrieben etwas her tun. Man kann es auch nur auf einen Brief schreiben, Refuse, das ist auch möglich. Das ist natürlich jedem selber überlassen, wie er das machen will. Refuse heisst, dass man das nicht tut. Man tut es nicht annehmen, die Sendung, also muss tut das Post zurückstellen, und die Post wird natürlich dem, was muss gegennehmen, wird dann die Kosten berechnen.